Und der Wind spielt in meinen Haaren. Ja, der war schon mal ganz gut. Für die erste Runde. Ja! Okay, so einmal den schon mal, einmal den schon mal. Ja, hier haben wir, glaube ich, richtig gut Speed gut gemacht. Ja! Ach, schade. Na, ja, so langsam komme ich auch wieder in das Driften so ein bisschen rein. Scheiße! Das kostet hinterher wieder so viel Zeit, ja, die Kacke einzusammeln. Aber es gibt Schlimmeres. Okay! Das war knapp. Das war schon sehr knapp, doch. Dann sammeln wir erstmal die 2 Sekunden ein. Wechseln und einmal. Pfui! Dups! Dieps! Hoi! Dann mit die 3 Sekunden. Jetzt erstmal hier die enge Kurve nehmen. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich dann nämlich verbeile. Hoi! So, okay. Es wird so langsam, ja, ja, doch. Ich kriege leider nicht gut hin, die 3 Sekunden Driften zu holen. Nein! Weg hier, weg hier. Alter, der ist nicht weggefahren, der Hurenbock. Das kleine Stück Dreck ist einfach nicht weggefahren. Was soll das denn? Ah, Manno, ey. Ich hatte doch so eine schöne Hoffnung, dass wir es vielleicht sogar hätten schaffen können auf PL to the A to the TIN. Weil das lief ja eigentlich also der am Beginn. Also ich sag mal so, es gab schon mal schlechtere Anfänge. Aber leider ging das nicht so konsequent weiter, wie ich mir es gewünscht hätte. Okay, dann mache ich nochmal die 3 Sekunden. Ja, das ist eigentlich völlig egal. Warum? Das ist doch noch schwarz. Warum fahre ich da schon langsamer? Zack, zack, zack. Huja! Einmal nach rechts fahren, genau, zack. Und dann ist da oben jetzt noch die 1 Sekunde, das heißt, auf der Außenbahn, ne? Das hoffe ich doch mal, ja, okay. Das war schon wieder viel zu knapp, echt, ey. So, ich habe aber echt noch wenig Zeit, fuck it. Ausgezeichnet! Zack, einmal kurz weggeluchst. Der war doch im Loch drin. Was soll das denn? Das kostet so viel Zeit, ne? Also 5 Sekunden oder so, ne? Ausgezeichnet. Halt die Fresse, ey. Echt? Ja, das wird doch nichts. Ich habe jetzt noch genau 10 Sekunden gleich Zeit. Und dann kommt noch die Windmühle, ne? Ah, oh, fuck. Ja! Nee. Oh, Mann, ey. Das geht mir so auf den Sack. Ich brauche schon wieder viel zu lange für die Scheiße hier. Nicht, dass ich mir hier einen Stress mache. Aber es ist eigentlich so schnell machbar, ne? Also diese gottverdammten Strecken machen mich hier fertig, diese Kackwelt. Phänomena, oh, ich bin so episch. Fick deine Mutter, ey. So soll die Welt heißen. So. Da gib mir mal wieder einen schönen, leicht verrückten Applaus. Ah, ja, komm. Ah, mir ist schon wieder warm, weil ich mich so aufrege. Das ist unglaublich. Ja, weil es einfach vom Keks geht, so eine Kacke. So die Würmer, ne? Also, wie willst du wenigstens denn was fahren angeben? Nicht so von wegen, wenn du Glück hast, sind die Würmer hier gerade nicht da, wenn du da gerade lang fährst. Und wenn du Glück hast, funktioniert auch dieser Sprung. Wenn du Pech hast, halt nicht. Meiner Meinung nach ist es vollkommen willkürlich. Gut, ihr sagt was anderes, weil ihr kennt das Spiel, ihr könnt das Spiel. Und ihr seid bessere Spieler als ich. Sagt, ja, du musst an dem Punkt springen. Ist ja auch okay, aber lasst mir doch einfach meine Wut. Lasst mich in meiner Wut aufgehen. So das, was ich am besten kann. Oh mein Gott, tatsächlich. Wie man sieht, es hilft auch. Okay. Zack. Zack. Hui. Egal, holen wir uns zuerst mal dann. Die 1 Sekunde ist eigentlich egal, wie rum wir das machen. Hier möchte ich auch schon möglichst viel holen, auf jeden Fall. Zack. Den haben wir schon mal und den holen wir uns auch schon mal. Gut, dann haben wir jetzt hier, glaube ich, schon alles Gefährliche soweit durch.
Oh, da war auch noch ein Wurm, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Also schon, sonst hätte ich das ja nicht angemerkt. Aber der ist mir vorher noch nie aufgefallen. Scheiße, egal. Ich habe noch 2 Runden Zeit. Was war das denn? Alter, ey, fick dich echt. Ich hasse es. Dass sich das Spiel manchmal denkt, ne? Wenn es überhaupt denkt. Weil es ist einfach auch so ärgerlich, weil ich jetzt einfach sowas für geschafft gehabt, ne? Wenn ich nicht so doof gewesen wäre. Und diese eine Kiste verpasst hätte! Mann! Und dann wären zwar immer noch, wie gesagt, 10 Sekunden bis zum Platin, aber mein Gott, ne? Bisschen Schwund ist ja immer. Hui! Dann, dann, dann. Und hui! Nein. Ich glaub's nicht, ey. Es ist zum Kotzen. Echt? Das sind alles wieder so einfach so Feinheiten, weshalb ich auch bei dem Platin-Scheiß, ne, oftmals so lange gebraucht habe, weil ich irgendwelche Sprünge nicht hinbekommen habe. Und dann meistens auch immer in der 3. Runde, ne? Wo man sich denkt, oh, das sieht eigentlich ganz gut aus bisher. Aber ich dann Spieler hinterher denkt, ey, Alter, fick dich. Das war nichts denn, ne? Und ich mir dann aber denke, wieso? Boah, oder sowas zum Beispiel. Warum springt der denn nicht einfach hoch? Och man, ja gut, da wird es halt eine mega lange Aufnahme. Brauche ich halt für die 3. Welt 4 Stunden, ist mir eigentlich auch egal. Jetzt verpasse ich den Start. Oh Mann, ich habe eigentlich gedacht, wirklich nach 1,5 Stunden ist so eine Welt vorbei. Ich bin jetzt bei 1,5 Stunden. Ich muss noch eine komplette Strecke machen. Plus das Lila-Moped, ne? Was ja vielleicht nicht so das Problem wird. Aber nichtsdestotrotz. Wie habe ich denn den gerade so geil geholt, ey? Vor allem, das ist überhaupt nicht schwer, diese Kackstrecke. Mann! Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier so Probleme habe. Echt? Ich habe das fast auf Gold geschafft. Ohne diese verdammten 10 Sekunden Kackbonus. Also wirklich mit einer halben Sekunde drunter. Es hätte einfach nur ein paar Zufallsfaktoren mal hier mit reinspielen müssen, dass ich die Kacke auch bekommen hätte. Nicht so kack, dass er jetzt hier wieder auf einmal nur 12 km/h fährt und er den scheiß verkackten Dreckssprung nicht macht. Es geht mir so auf den Keks, es geht mir so auf den Keks. Ich wollte einfach ein bisschen aufnehmen. Ich bin gespannt nach 12 Stunden verkackter Drecksarbeit. Ne? Oder Sozialprodukt steigern, so ein Mist. Hat man vielleicht schon mal was von gehört. Bisschen zocken, ne? Womit habe ich das verdient? Habe ich so ein schlechtes Karma? Zack, zack, zack. Da konnte ich mich nicht entscheiden. Ist okay, das war mein Problem. Wie gesagt, glücklicherweise gibt es hier keine Ladezeiten im Spiel. Okay, man kann sogar reindriften, ohne Probleme. Without Problemskis. Zack! Auch gerade eben so geschafft, ey, wie so ein Hochspringer. Wahrscheinlich noch das Stängchen touchiert. Ja, meine Fresse. Warum springst du nicht immer so? Das lag bestimmt nicht an diesem einen Kackzipfel. Und wenn, dann verklage ich das Spiel. Nein! Wieso? Wie bin ich denn da durchgeguckt? Das kann doch gar nicht passieren. Das ist so einfach von der Breite der Charaktermodelle schon gar nicht möglich. Gut, dann holen wir den halt später. Wenn wir den halt nicht später, ist okay. Ausgezeichnet! Pff, pff, pff. Pff, ich bin echt, ey. Ich hab Angst. Ich krieg ein Rohr. Ich krieg ein verkacktes Drecks, verschissenes Kackrohr, ey. Ich gebe mir jetzt einfach nur Mühe, diese scheiß Dinger einzusammeln. Ich versuche gar nicht mehr schnell zu fahren. Ja, warum holst du den denn nicht mit, Alter? Boah, ey, die Hitbox der scheiß Boxen, ne? Die Hitbox der Boxen, hahaha. Dennis ist der lustigste Mensch der Welt. Entspricht nicht. Ich wiederhole nicht. Der blöden. Oder den blöden Aussehen der Kisten. Oder aber. Meine Hitbox entspricht nicht meiner Hitbox, so wie ich aussehe. Also irgendwas passt auf jeden Fall nicht. Weil, das, also erstmal zum einen, hier genau nämlich gleich an dieser Stelle, ne? Meiner Meinung nach habe ich da auf jeden Fall mindestens eine Kiste getroffen. Und zwar die außenliegende. Und die in der Mitte ja auch noch. Ne, die haben wir schon geholt, okay. Hui! Und hui, ja danke. Weil es halt immer so viele kleine Faktoren sind, ne? Die mich
oftmals daran hindern, hier direkt, also beziehungsweise, was heißt direkt? Jetzt zum Beispiel habe ich mir gedacht, okay, hätte ich eigentlich nicht kriegen dürfen, die Kiste, aber habe ich dann doch bekommen. Dann holen wir uns die eine Sekunde halt. Ist ja auch egal. Ausgezeichnet! Nee, aber weil solche Faktoren, die unterstützen einfach, ne? Dass ich immer so lange brauche, um diese verkackten, verdreckten Scheiß-Relikte zu holen. Okay, dann holen wir uns jetzt nochmal die eine Sekunde. Ja! Okay, hier nochmal 3 Sekunden. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Das ist jetzt gerade ein bisschen traurig. Aber an sich sind, glaube ich, keine gefährlichen Kisten mehr hier unterwegs. Keine gefährlichen. Die machen mich kaputt. Die wollen mich ausrauben. Das heißt, ich habe jetzt noch 35 Sekunden Zeit. Real. Dann gehe ich nicht so oft einkaufen, weil es recht teuer. Oh, nimm doch nicht die Kackwand mit, Junge. Ich bin so scheiße gefallen. Ich darf das gar nicht schaffen. Ja. Da gibt es wieder so einen kleinen irren Applaus. Natürlich. Den hast du verdient. Drecks-Scheiß-Spiel, echt. Nein, das Spiel ist doch gut, Mann. Weil, wenn ich dann sowas einmal sage, dann wieder... Das ist so krass, kann gar nicht schlecht sein. Ah, okay, was haben wir denn hier noch für Zeiten? Wie soll ich das denn so schaffen, ey? Ich habe so ein bisschen gedacht, dass ich da jetzt gerade vorbeirausche, nochmal schön. Nee, das wird nichts. Das wird leider nichts. Und die Zeit ist vorbei. Oh. Ich krieg... Also das Schlimme ist einfach wirklich, das ist hier überhaupt nicht schwierig. Es ist einfach nicht schwer. Bei diesem Rennen macht mich einfach die Spielmechanik fertig. Es ist leider wirklich so. Es gibt einfach so viele Stellen, wo das Spiel einfach Bock haben muss. Wie hier zum Beispiel. Nee, jetzt hat es auf einmal funktioniert. So, okay, dann einmal. Hui! Ja, was auch wirklich so ein bisschen das für mich zumindest erschwert, ist auch einfach, dass die Kameraperspektive einfach mal geändert wird, sobald man driftet. Echt? Aber auf so eine doofe Art und Weise. So irgendwie nicht gerade ganz 45 Grad, habe ich das Gefühl. Ja, leck mich. Echt? Leck du mich auch? Aber dich habe ich, deswegen darfst du nicht nett lecken. Dich habe ich. Dich habe ich. Okay. Kurze. Wow, der war cool. Da bin ich irgendwie an der Wand entlang gesprungen. Den haben wir auch schon mal. Sehr gut. Nehmen wir die Außenbahn erstmal. Zack. Nein! Ey, leck mich am Arsch nicht. Weißt du was? Meine Nase juckt doch schon wieder. Ich muss hier driften. Okay, ist egal. Wir haben noch 2 Runden Zeit. Ah! So. So, auf jeden Fall noch ein bisschen Command & Conquer. Ich muss dann irgendwas noch zerstören. Das brauche ich einfach. Ja, ich habe kein destruktives Verhalten. Zack, zack, zack. Ja, sogar ein Double Drift. Fuck. Ich krieg die Kurve mit ihm einfach nicht. Echt nicht. Sollte ich generell mal mehr auf Engine umsteigen? Weiß ich nicht. Vielleicht hilft er mir hier mehr. Wobei hier, das ist ja keine enge Strecke oder so. Gibt es ein paar Sachen, wo ich mir denke, okay, jetzt ein bisschen mehr Lenkung wäre gut. Aber allgemein klappt er mit dem, glaube ich, schon ganz gut. Also. Mit Mr. Cortex. Erstmal, genau hier. Diese Stelle mag ich überhaupt nicht. Weil es halt alles so unfassbar eng eingezäunt ist. Hier brauchen wir uns. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Halt deine scheiß hässliche Fresse, du Kackviech! Meine Güte, ey! Echt? Wie kannst du so nur mit Uka Uka sprechen? Wer war in der Kindheit mein Held? Echt traurig, wenn es so wäre. Okay. So. Himmel. Arsch, das ist kaputt. So. Flups. Und. 1, 2, 3! Ja, ich wollte da jetzt nicht weiter. Ich bin schon wieder gegen die Wand gefahren, ich glaub's ja nicht. Und? Fall ich jetzt wieder runter? Ich habe schon wieder nur 1/2 Minute Zeit, ey. Ich glaub's ja nicht. Ah,
Alter, wie habe ich das denn geschafft? Wie war ich denn da an der beim einen Versuch so schnell, dass ich es einfach fast geschafft hätte, ohne diese Zeitkisten einzusammeln? Das kann ich mir jetzt gerade echt überhaupt nicht erklären. Ich bereue es auch richtig, dass ich da diese eine scheiß Zeitkiste nicht getroffen habe. Habe ich hier noch irgendwelche Zeitkisten zu holen? Nein, okay. Das wird schon hier viel zu knapp, ey. Nein! Fuck. Nein, ich schaff's nicht. Ich könnte kotzen! Bei diesem Kackspiel! Ich weiß, ich spiele keine überhaupt nichts dafür. Aber wie habe ich das denn geschafft, Alter? Wie habe ich das denn geschafft mit 1546 ohne die 10 Sekunden? Was habe ich denn da, was habe ich denn jetzt für einen Scheiß gebaut, dass ich jetzt 10 Sekunden länger gebraucht habe? Bin ich irgendwo runtergefallen oder was? Alter! Ich habe noch eine verfickte komplette Strecke vor mir. Das wird einfach heute die höllischste Aufnahme der Welt. Hütte, jetzt freue ich mich auf die vierte Welt. Ja. Ist mir scheißegal, was da habe ich erwartet, ey. Dazu passiert zum Beispiel, man will einfach einen Versuch starten und das Spiel lässt einen einfach nicht. Also gefühlt habe ich jetzt auch kein anderes Timing in den Sprüngen. Ich weiß nicht, ob da man da wirklich genau den Pixel treffen muss oder so. Damit der auch anständig mal springt oder. Ach, ich weiß es doch nicht. Ist mir auch egal. Boah, leck mich doch am Fickarsch. Weil ich sehe da jetzt, das ist auch keine Sprungschanze oder so. Das ist einfach nur eine Erhebung. Wo soll man denn da springen? Frage ich mich so. Physikalisch. Dafür reicht meine Vorstellungskraft einfach nicht aus. So, okay. Dennis, du darfst hier mit ruhig da rangehen. Gleichzeitig sind wir aber die Leute, die sich beschweren, dass Spiele zu unrealistisch sind. Gut, wir bremsen einfach nach der Rampe. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich finde das echt so unfassbar traurig, ne? Dass ich das nicht mal, dass ich das nicht schaffe. Und dass ich es das einmal fast geschafft habe. Und ich mir nicht erklären kann, wie ich das geschafft habe fast. Okay. Ich muss auch einfach ein bisschen rigoroser sein, dass ich dann, wenn ich mir denke, okay, du holst die Kiste jetzt, dass ich die auch tatsächlich hole. Und nicht, dass ich dann so einen halben Versuch wage. Okay, okay, das war scheiße. Gebe ich zu. Ja, hier brauche ich, glaube ich, auch immer viel zu viel Zeit. Okay. Nein! Ey, ach, ich habe keinen Bock mehr. Ernsthaft. Ich hab jetzt gerade echt einfach keine Lust mehr. Oh! Nee, dann, ich glaube, ich werde dann, also ich, hier das Gold will ich auf jeden Fall noch holen. Aber die letzte Strecke werde ich höchstwahrscheinlich dann einfach. Nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Tut mir leid. Ja, das Spiel fuckt mich heute mehr ab, als dass es mir Spaß macht, muss ich leider echt sagen. Ich weiß nicht, ob es an meiner Form liegt oder an den Strecken, die es hier gibt. Es hat auch nichts mit der Schwierigkeit zu tun, aber ich habe wohl irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht auch nicht in Form. Vielleicht bin ich einfach zu müde. Keine Ahnung. Naja, immerhin haben wir ein bisschen was geschafft. Ich versuche schon mal das eine Platin-Relikt bis zum nächsten Mal zu holen. Das Video werdet ihr aber dennoch erst sehen, wenn ich hier fertig bin, ne? Ach nee, wisst ihr was, ich gehe nur einen rauchen. Ich flieg schon mal hier zurück ins Rennen. Wo ist es denn jetzt hin? Ich kann das nicht unbearbeitet liegen lassen. Mir würde es nicht gut gehen. Echt nicht. Gut, ich mache mal kurz eine Raucherpause. Wir sehen uns dann auf dem Rennen wieder, ne? Also, bis gleich. So, Freunde. Nächster Versuch, okay. Vielleicht hat mir die Pause genau das gegeben, was ich brauche. War zwar nur 5 Minuten, aber ist auch nicht schlimm. Das habe ich beim Platin-Relikten auch mal gerne mal gemacht. Einfach mal zwischendurch eine rauchen gegangen oder irgendwas essen oder so. Ne? Vielleicht, wie gesagt, ist halt genau das, was ich brauche. Genau. Ich habe natürlich jetzt wieder die komplette Strecke vergessen. Ist ja schrecklich, ey. Das ist echt schrecklich. Nein, also mich macht das echt ein bisschen traurig, ne? Dass ich es einfach fast geschafft habe. Tatsächlich, ohne diesen 10-Sekunden-Bonus, dieses scheiß Goldrelikt zu kriegen, ne? Und dass ich das jetzt einfach sowas von überhaupt nicht schaffe. Aber okay, dann ist es so. So zerbröselt der Keks nun mal. Hilfe. Das ist momentan übrigens mein Lieblingsspruch irgendwie.
Ich finde, der trifft einfach alles im Leben. Ui! Okay. Und. Nein! Scheiße. Zack. Drift Action Extreme. Wir gehen auch mit. Es gibt hier garantiert einen viel besseren, perfekteren Weg. Aber ich nehme lieber den, den ich so halbwegs kenne. Ja, ja. Okay, der war gar nicht mal so schlecht. Also ich würde sagen, die erste Runde war jetzt wirklich alles andere als schlecht. Ja, fuck, egal. Wir holen uns halt zuerst die eine Sekunde. Zack, zack. Singe die Säck! Und eng nehmen. Dumps, dumps, dumps. Ah, fuck. Die krieg ich leider nicht so reingedriftet. Also ich nicht. Geht bestimmt. Was freust du dich denn so, Cortex? Moment, einmal den hier, zack. Dann einmal nochmal die eine Sekunde. Dann ist sie auch schon mal von der Bagge. Die ist nämlich ein bisschen unangenehm, diese eine Sekunde, finde ich. Weil dann, die kriege ich auch nie mit einem guten Drift hin. Leider, leider. Okay. Das war jetzt sehr mutig von mir. Ah, komm, schnell. Ey, beweg doch mal deinen fetten Arsch. Was? Ich konnte jetzt noch keinen fetten Arsch. Bla, 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 bla. Ey, falsche Richtung, Junge. Oh, ich hasse es. Mann. Tu doch einfach mal das, was ich dir sage. Nein! Egal. Wir haben noch eine Runde. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall den anderen, genau. Sploin! Und der Mensch spielt in meinen Haaren. Den zweieinhalb, die du noch hast, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Es ist ganz natürlich, wenn die Natur halt denkt, gut, du brauchst keine Haare mehr, dann fallen sie halt mal aus. Ja! Aber ich war jetzt gerade nicht falsch. Ich war schon eine Runde weit, ich war nicht bei dem ja schon. Nicht gegen die Wand fahren, haben wir hinbekommen. Dafür haben wir trotzdem ordentlich Speed verloren. Oh, wow. Außenbahn, Dennis, Außenbahn. Ah! Mann, ich hasse diese Stelle. Alter, wie hoch ich fliege, ne? Ich muss da leider immer bremsen, weil ich krieg das anders nicht geschissen. Fuck! Nein! Och Mann, oh. Oh nein, Mann. Das ist doch kacke, ist das. Echt. Das ist richtig scheiße. Alter, ich fahre hier gerade aber auch einen Scheiß zusammen, ne? Ist ja nicht mehr feierlich. Aber das sieht gut aus, ja. Ah, immerhin haben wir jetzt Gold, ey. Kacke vorbei hier, ey. Drecksmist. Ja, hier Platin, das könnte doch nochmal sportlich werden. Also wenn ich hier so weiterfahre. Alter. Was hatte ich davor? 2:15:46 hatte ich. Ohne Zeitring. Das heißt, das werden auch nochmal locker 10 Sekunden besser werden müsste. Ich glaube, da muss ich leider nochmal auf die Videos von Pete the Player zurückgreifen. Weil ich jetzt momentan echt einfach mal gar keine Idee habe, wie ich das am besten regeln kann. Ach du Scheiße, okay. Aber 10 Sekunden ist halt schon echt unglaublich viel. Ich habe gedacht, vielleicht dann die Abkürzung nehmen oder so, aber nee, das klappt so auch nicht. Wunderbar. Du hast ein Relikt gefunden. Es lag auf der Straße. So, 10.000 Herausforderung. Ja, nehmen wir wieder ihn. Ja, mit Tiny ist das so eine Sache. Ich glaube, ich fahre mit dem echt nicht mehr, weil... es ist mit dem halt wirklich schwierig. Mit dem drifte ich ja wahrscheinlich in alles rein, wo ich nicht rein möchte. Okay, aber CDR-Schutz, wo können die hier sein? Unter der Mühle auf jeden Fall, behaupte ich mal. Dann am Anfang in der Abkürzung. Und der dritte wahrscheinlich irgendwo im Sand. Weil einer von den dreien ist ja meistens recht leicht zu finden. Glücklicherweise. Und zwei davon sind meistens recht böse. Und einer schon oben? Tatsächlich. Was? Du blöde Sau. Wer hat mir den jetzt geklaut? Das finde ich jetzt aber echt nicht schön. Platz für den Besten der Erde.
So, okay, 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 okay. Und. Haja! Nein, ich hab dich erwischt, schade. Aber, gute Abkürzung. Muss ich mir auf jeden Fall fürs gute Durchspiel merken. So, zack, zack. Ah, ich sollte in die andere Richtung bitte driften. Das war super. 3 Sekunden krieg ich doch nie wieder so. Also in der Theorie wüsste ich auch wahrscheinlich, wie man die Sachen ganz gut kriegt. Wieso hat denn meine Rakete mich nicht beschützt? Also, nein, warum hat meine Mine mich nicht beschützt vor der Rakete? So rum. Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Jemand reicht's auch. Ernsthaft. So können wir das ganz gut machen, aber kriege ich wahrscheinlich nicht alle Kisten. Also in der Theorie ist das alles recht einfach, aber... Was? Nicht da? Bitte? Warum nicht? Ja, okay, super. Toll. Ich kann ja zusehen, wie ich hier klarkomme. Denn... Okay, einmal hier Mine, bitteschön. Und einmal... Ha! Da haben wir auch. Wo ist das K? Das würde mich echt mal interessieren. Mal hier hin. Oh, wow. Hier drin, hier übrigens. Genau. Ich habe aber echt einen sehr komfortablen Vorsprung. Das heißt, ich könnte sogar mal ein bisschen gucken. Meinen Blick schweifen lassen. Uiuiuiuiui. Ich war extra gerade mal ein bisschen langsamer, damit ich auch mal ein bisschen was gucken kann. Wo denn hier eventuell was sein kann. Aber... Ich finde es einfach nicht. Da hinten im Nirvana, ich glaub's ja nicht. Das ist ja wirklich. Also an sich von der reinen Zeit her, also vom Vorsprung her, dürfte eigentlich eine ganz gute Geschichte jetzt hier werden. Zumindest würde ich das einfach mal behaupten. Weil die Abkürzung, die scheint schon zu rocken, also. Man spart sich eine komplette Kurve, aber die man eigentlich auch theoretisch gut durchdriften könnte, wenn man nicht so doof ist wie ich. Und mal schön jumpen, direkt driften. Aber die Richtung ändern. Nein! Ja, ich habe einen Dreier Drift hinbekommen, immerhin. Ach, die kommen hier gerade mal erstmal in die Strecke rein. Pff. Wenn ich mich jetzt nicht unbedingt von einem Wurm fressen lasse, ist das eine ganz klare Geschichte sogar. Ich habe ja auch irgendwie alles zugeschissen, ne? Schrecklich. Ich habe mein Schild nicht verloren. Ich verstehe nicht, wie die Würmer funktionieren. Also nicht so wirklich. Aber ich finde auch, dass die Wumperfrüchte, ne, recht rar gesät sind. Also bei Crash Team Racing habe ich immer echt mir Mühe gegeben, nach der ersten Runde schon 10 Wumperfrüchte zu haben. Aber hier ist das echt nicht leicht. Okay, gut, dann haben wir das Rennen jetzt auch fertig. Super. Fehlen nur noch 2. Ah, davon aber nur noch ein Relikt und 2 10K-Chips. Und das ist meiner Meinung nach auch die angenehmste Strecke. Wobei es da schwierig werden könnte, die ganzen 10K-Items zu finden. Weil die halt nicht wirklich wahrscheinlich hinter diesem grünen Nebel zu sehen sind. Was war das denn jetzt gerade? Da war doch gerade hier bei dem linken Kollegen, wenn das Oxid ist, war da doch irgendwie so ein blaues Feuerwerk im Gesicht. Interessant. Ich mag das wie Crash, da guckt auf dem Bild. Ah, schön, okay. Ich sag ja, Pausen können echt was bringen.